Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Udi. Und ich habe jetzt mal was Größeres für euch. Ich mach mal so runter, dann könnt ihr das auch sehen. Na komm. Da wurde ich auch angefragt, ob ich das mal testen wollen würde. Und ich fand das sehr interessant, weil sowas habe ich noch nicht getestet und sowas habe ich auch noch nie besessen. Und da fand ich das ganz interessant. Das ist das, seht ihr das, T9 Plus. Ist eine Gaming-Tastatur. Ist halt nur eine kleine. Ich zeige euch das mal. Und ich will ja auch irgendwann mal wieder mal spielen und so. Am PC bzw. Laptop. Und ich bin absolut WASD auf dem Dings, das ist nicht meins. Muss ich echt dazu sagen, das ist nicht meins. Da ist nochmal was drin. Wie viele Aufkleber sind denn hier drauf? Na. Ah, okay. Ach, hier ist noch einer drauf. So. Ah, packen wir erstmal alles aus. Gucken uns das dann mal ganz genau an. Das ist alles leer jetzt. Wir haben einmal, ja, Bedienungsanleitung, würde ich sagen. In Deutsch sogar. Okay. Wir haben eine Software in Version 1.0 mit bei. Und dann das ganze gute Stück ist ja größer, als ich gedacht habe, muss ich sagen. So. Und das ist das gute Stück mit einem stoffummantelten USB-Kabel, der sehr lang aussieht, was ich total toll finde. Dann kann ich mir das nämlich auf den Schoß stellen. Ich mach das mal ab, dann könnt ihr das mal sehen. Oh, der ist richtig lang. Der ist richtig, richtig lang. Also hier ist der USB. Und wenn ich das jetzt... Also breiter als eine Armlänge. Finde ich schon mal toll. Ich habe auch, ich habe ja vorbereitet. Jetzt gucken wir einfach mal nach, wie lang der Kabel wirklich ist. Ich gehe jetzt direkt hier vom Gummi aus. Festhalten müsstet schon. Also es ist genau 162 cm lang. So. Jetzt haben wir hier noch einen großen Button. Wofür der ist jetzt, wird ein Enter-Knopf sein. Ich weiß es nicht. Wir haben jetzt hier natürlich nicht alle Buchstaben drauf. Oh, unten ist so ja Metall. So, hier haben wir so ja Metall. Warte mal, ob er das hört. Das ist Metall. Ja, dann haben wir dann hier den vierten Knopf. Hier denn diese hier riffelte. Oh, wie haben wir denn hier? Hier das ab? Nee, das leuchtet denn oder was? Auf der anderen Seite auch. Hier haben wir noch Infrarot oder irgendwas anderes.
Also das Rote wird, denke ich mal, leuchten. Das Schwarze weiß ich nicht, wo das ist. Haben wir auf der anderen Seite nicht. Na doch, hier vorne. Und dann haben wir hier oben nochmal ein rotes LED. Und jo, für Belüftung oder so, keine Ahnung, oder Stilelement. Und dann haben wir halt praktisch hier so eine Art Gummipad. Das ist dann halt für die Hand, dass man die dann halt vernünftig rauflegen kann. Und dann halt den großen Knopf. Und dann haben wir hier Escape. Unten drunter ist dann noch ein runder Kreis mit einem M. Dann haben wir F1, F2, F3, F4, F5. Sind für, glaube ich, die für verschiedene Beschleunigungen. Dann haben wir so eine Wellenlinie. Dann haben wir die Tasten 1 bis 6. Dann haben wir Tab, Shift, Ctrl, G, Alt. Und bei Buchstaben haben wir Q, W, E, R, A, S, D, F, P und B. Und unten ist noch ein G. Könnt ihr euch mal angucken. Finde ich jetzt so schon im ersten Augenblick schon mal sehr interessant, weil, wie gesagt, ich bin absolut nicht der WASD-Freund. Ich kam damit immer nicht so klar. Aber jetzt hier, ich zoome euch mal ran, dass ihr vielleicht ein bisschen mehr seht. So, wenn ich jetzt hier so meine Hand drauf mache, oh, die Druckpunkte sind sehr schön, hört ihr das? Also ist auch ein langer Weg, also man kann auch, der rastet mehrmals ein. Wenn ihr das vielleicht jetzt hört, ich mach mal so, dass ihr das hört. Den ersten Klicker kriegt ihr nur mit. Und dann kommen halt noch ein paar hinterher. Also für geübte PC-Spieler können die da halt dann praktisch nur ein Stück vor. Also die können dann halt nur langsam oder schneller. Also ich finde die Druckfolge schon mal ganz gut. Und ich hoffe jetzt, dass ich, wenn ich das jetzt benutze, wenn ich mit dem Onkel das nächste Mal, erstmal Grüße an Onkel, spiele, dass ich dann damit ein bisschen besser steuern kann, als wenn ich jetzt die große Tastatur und links mache. Damit komme ich nicht so klar. Jetzt hoffe ich, dass ich hiermit vielleicht ein bisschen besser klarkomme, wenn ich jetzt mit rechts versuche. Ich könnte natürlich auch mit links versuchen, mal gucken. Ja, geht eigentlich auch, aber links bin ich das Steuerkreuz mit dem Daumen gewöhnt. Also ich werde das auf jeden Fall testen. H1, Z1 und sowas alles. Also ich finde so, die Druckpunkte finde ich schon mal sehr angenehm. Und man hat alles auch gleich griffbereit. Also kann hier mit dem Finger kreisen und kommen wirklich an sämtliche Tasten ran ohne Probleme. Dann haben wir hier noch die. Also finde ich so sehr angenehm. Und das wäre vielleicht was. Oh, ich muss mal wegzoomen. Das wäre vielleicht was, womit ich dann auch mit WASD dann mal langsam klarkommen würde. Weil ich habe es schon so oft versucht. Und das war eigentlich auch der Ansporn, dieses Mal zu testen. Um ehrlich zu sein. Weil Onkel mich ja auch mal aufgezogen hat. Ja, das ist doch gar nicht mal so schwer. Und dann habe ich mir immer meinen PlayStation-Controller genommen. Oder beziehungsweise den Navigationsteil, was sie damals für das Wanderbuch rausgebracht hatten. Und habe dann so gemacht und habe dann mit Steuerkreuz gehabt. Und habe dann mir den mit Zusatzprogrammen nicht so eingestellt am PC, dass ich Investation und H1, Z1 und die ganzen Spiele, dass ich die so gespielt habe. Es klingt doof, ja, aber ich kam mit WASD nie klar. Das war nie mein Ding, WASD. Und deswegen habe ich gedacht, das ist jetzt mal was kleiner, das ist ja fast wie ein Controller. Vielleicht habe ich da mal die Möglichkeit, mich an WASD zu gewöhnen oder vielleicht kann ich mich da ein bisschen rinfuchsen, dass ich mit WASD mal klarkomme. Weil ich würde echt auch gerne mal, wenn für einen Zocker, gut, ich bin Konsolenzocker. Und deswegen habe ich gedacht, Mensch, ist ja auch ein bisschen armselig, dass du das, dass du auf der Konsole kannst, aber am PC nicht. Und Onkel hat mich aufgezogen und die anderen haben mich aufgezogen und da habe ich gedacht, scheiße, ja, jetzt muss das mal sein, jetzt holst du dir sowas.
Und dann kam auch passend die Anfragerin und da habe ich gedacht, da greifst du jetzt zu, das machst du, darüber machst du ein Video und dann kannst du das gleich mal testen und kannst mal gucken, ob es nur was für dich ist oder nicht, ob du damit klarkommst oder nicht, weil irgendwann muss ja mal mit WASD klarkommen. Weil geht ja nicht. Alle kommen, aber ich nicht. Und deswegen fand ich das jetzt toll. So. Das wart jetzt auch erstmal zu der Tastatur, die haben wir uns jetzt erstmal angeguckt. Ich werde die jetzt in den nächsten Tagen mal den Onkel noch Bescheid sagen, dass wir da mal irgendwann testungsweise hier High-End Z1 Investation oder irgendwas Schönes zocken werden. Und ob er Zeit hat, dann muss ich erstmal gucken, wie der Onkel Zeit hat und dann kann ich das auf jeden Fall mal testen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Ich bin dann erstmal weg. Ahoi, sagt euer Odin.